Wisst ihr, Leute, manchmal denke ich einfach so, ob das mit der Dengerei so gescheit ist. Weil, ja, so der Verstand, das, was wir uns eigentlich so einbilden, dass man uns eingebildet hat, die uns bilden, das ist schon ein wenig seltsam. Weil eigentlich sollten Gedanken ja was sein, wofür man Danke sagt. Darum heißen sie ja Gedanken. Man kann da Gebitten sagen, aber Gedanken sind Gedanken. Und die Gedanken machen den Menschen oft Sorgen. Und ich denke mir dann so, wenn ich schon meine Festplatten, mein Gehirn, mein Hirnkastel dafür zum Einsatz bringe, zu denken, warum machen diese Gedanken mir dann Sorgen? Weil es ist ja eigentlich so wie soll man sagen, gehen wir mal davon aus, man mag kein Butter und kein Brot. Dann mag man auch kein Butterbrot. Und wenn ich kein Butterbrot mache, gehe ich nicht zum Kühlschrank, tue Butter raus, gehe dann daneben hin, schneide mir Brot ab und schmier mir Butterbrot. Mache ich ja nicht, wenn ich kein Butterbrot mache. Die Frage ist, warum machen wir uns Sorgen? Wo kommt das her? Wer hat uns das eingerichtet, unterrichtet, berichtet, hingerichtet, hergerichtet, zugerichtet? Ist schon komisch. Irgendwie, ich denke einfach so, dass das Denken manchmal gar nicht so praktisch ist. Vielleicht sollten wir, da gab es ja mal einen, der gesagt hat, ihr müsst wieder werden wie die Kinder, oder wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, vielleicht sollten wir einfach wieder anfangen, mehr zu spüren. Ja? Auch wenn es schwerfällt. Also spüren ist schon so eine große Aufgabe für die Spezies Mensch, für den Homo sapiens sapiens, weil es heißt nicht umsonst, der längste Weg der Menschwerdung sind die 40 cm zwischen Gehirn und Herz. Aber vielleicht kriegen wir es ja miteinander alle hin, wieder zum Spüren, was eigentlich los ist, weil dann brauchen wir uns nicht so viel Gedanken machen und nicht so viel denken und nicht so viel urteilen und nicht so viel bewerten, weil vielleicht sind die Dinge ja viel leichter und einfacher, als sie uns zu sein scheinen.